Nehmen wir jetzt der Franz eine richtige Prominenz vom Schützen- und Trachtenumzug München zum Oktoberfest 2013. Er ist nämlich, was bist du denn, Franz? Erzähl mal. Ich bin der Zugführer und bin vom Trachtenverein Altmiersbach München. Jetzt erzähl mal, was ist denn die Aufgabe eines Zugführers für all die Leute, die das nicht wissen? Also ich mache das, bin mit Münchner Kindl, bin ich Repräsentant und stelle mich gleich dar als richtiger Trachter, ja, der mit dem Zug weitermarschiert und das richtig prominent begrüßt, ja, und die Menschen ein bisschen aufmuntert, dass jetzt der Zug beginnt. Da bist du eine richtige Frohnatur, oder? Ja, das bin ich gern. Und das muss man auch. Man muss lustig sein und man muss das die Leute rüberbringen, dass man zünftig ist und dann sind die Leute auch zünftig. Franz, jetzt muss man jetzt sehen, du hast jetzt wirklich einige Anstecker dran, gern Charivari hast oben. Jetzt nein, ich habe kein Charivari. Oder, genau, siehst du das? Das ist eine Talerkette. Genau, da das haben wir schon den Unterschied. Okay, jawohl, eine Talerkette ist das, die haben früher die Bauern getragen, die Reichen. Und da hat man gesehen, wer ein bisschen Geld hat. Und ein Charivari, das kommt aus dem Französischen und heißt allerlei. Also das ist eine Kette, wo verschiedene Sachen drum hängen. Okay, okay. Das ist der Unterschied. Und wie nennt man dann die Kette, die hier oben angebunden ist? Praktisch Westenkette. Ah, ja. Und da haben wir verschiedene Sachen. Also okay. Seht ihr selber, was ja, alles da hängt. Und dann ja, hat man die Auszeichnungen, die man tragt man in diesen Tagen auch. Ne? Sag mal, Franz, jetzt so ganz unter uns. Jetzt sind ja so viele hübsche Wiesenmadels unterwegs, gell? Was muss denn der Wiesenmadel für dich haben, wo du sagst, ja, guck mal an, die schaut richtig gut aus? Also die muss einmal auf alle Fälle eine Ausstrahlung haben, eine fröhliche Ausstrahlung. Normal immer lachen. Ja. Und dann eine schöne Figur, wo natürlich ein Mann immer hinschaut, eine schöne Haarbrauch. Also schöne vierte Augen. Immer, immer. Da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn du ganz vorne bist am Umzug, du bist ja wirklich der erste Mann. Ja, da als winken Trachtler. Wir als Trachtler, ja, und da winken doch bestimmt einige Mädels auch mal zu, oder? Ja, sehr viele. Also ich bin ein bisschen bekannt eben durch die Werbung. Genau, genau. Und dann grüßt man natürlich extra retour. Und da warten natürlich einige schon drauf, wo man das trotzdem jeden Tag sieht. Ja. Aber die Preise trotzdem müssen wir da senken. Jetzt sag mal kurz noch zum Abschluss, Franz. Was möchtest jetzt du unseren Wiesengaudi-TV-Zuschauern noch mit auf den Weg geben für die Wiesen 2013? Also auf alle Fälle lustig, fröhlich und zünftig. Das ist ein bayerisches Wort, ein Gaudi muss sein. Das stimmt. Jawohl. Franz, vielen Dank fürs Interview. Jawohl. Und viel Spaß beim Umzug. Jawohl. Gleich. Gell? Ich danke dir. Miteinander, gell? Der Franz, ciao. Danke.